Lohnt sich der H&M Bath and Body Adventskalender für 29,99 Euro oder kann man sich das Geld sparen? Wir packen ihn gemeinsam aus und gucken mal. Falls du mich nicht kennst, ich bin Özlem, die Adventskalender-Tussi, und niemand in Deutschland testet so viele Adventskalender wie ich, damit ihr euch das Geld sparen könnt, falls sie sich nicht lohnen. Hier seht ihr einmal den Inhalt vom H&M-Kalender. Ich habe euch das so ein bisschen sortiert. Hier oben seht ihr verschiedene Beauty-Produkte. So, das sind immer recht kleine Packungen. Also irgendwie mal 10 Milliliter, 20 Milliliter. Ne, ich glaube tatsächlich alles nur 10, 5, keine Ahnung. Das sind die ganzen Badesachen. Das sind so Gadgets. Ich muss sagen, ich hatte schon schlechtere Kalender von H&M. Ich finde ihn okay. Bei dem, was man heutzutage teilweise erwarten kann. Ne? Auch das Zubehör ist ganz süß. So Peeling-Sachen fürs Beauty-Programm, viele Badegeschichten, Pflege. Also ich würde, glaube ich, trotzdem zu einem anderen greifen, wenn ich was in dem Badepflegebereich suchen würde. Aber er geht so auf jeden Fall relativ klar. Würdest du dir den Kalender kaufen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Schreib's mir in die Kommentare und folg mir gern für mehr. Mua.